Ja, hallo Meinung. Ich grüße euch zu Beginn der letzten Septemberwoche. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber längst nicht Hallo Meinung und längst nicht Never Forget Niki. Niki, hallo, ich grüße dich bei Hallo Meinung. Ja, grüß dich Peter, schön heute dabei zu sein. Niki, ich habe in letzter Zeit nun einiges vernommen und gelesen, aber du hast immer die Attacken gefahren gegen die Meinungsfreiheit. Und du musst mal sagen, in Deutschland herrscht ja nun verbrieft im Grundgesetz nun absolut die Meinungsfreiheit. Wie kommst du eigentlich dazu, dagegen zu intervenieren? Ja, also ich denke, wir haben da einfach irgendwo das Kleingedruckte nicht gelesen. Also Meinungsfreiheit gibt es ja wahrscheinlich nur ganz viel für so Leute wie Jan Böhmermann oder andere aus dem eher linken Spektrum. Ich glaube, so bürgerlich-konservative, die sind da wahrscheinlich gar nicht inbegriffen. Das heißt also Meinungsfreiheit ja, aber halt nur für eine Seite. Da muss es eben genauer lesen. Du hast eben gerade diesen Namen genannt. Ich vergesse den Gnomen immer. Das war, wie hieß der, Böhmermann. genau der. Schau, ich gehöre nun zu der Generation, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind. Ich erinnere mich an Zeiten, da wäre solch ein Mensch nicht im Öffentlich-Rechtlichen, sondern man hätte ihm gesagt, du pass mal auf der Damentoilette müsstest du mal aufgrund deiner Sprache, deiner Fäkalsprache, müsstest du mal bitte für die entsprechende Reinigung sorgen. Und da hätte man gedacht, na, der passt ja eigentlich dahin. Niki, jetzt wieder zum Ernst zurück. Ich verfolge dich ja, ich verfolge deine Videos und wie viele, Hunderttausende, die das bei dir tun. Ich verfolge deine Tweets. Ich erkenne jetzt nichts, was in irgendwelcher Form gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Ja, leider scheint es ja heute gar nicht mehr wirklich darum zu gehen, ob das Ganze legal ist, weil das ist es ja definitiv. Das haben ja schon mehrere Juristen bestätigt. Sondern es geht ja auch wirklich gezielt darum, muss man sagen, einigen Leuten, dass politische Gegner mundtot gemacht werden. Das kann man in dem Sinne gar nicht mehr anders formulieren. Ich sage ja mal kurz, wie zum Beispiel meine Twitter-Sperre wirklich zustande kam. Das ist ja eigentlich ein regelrechter Irrsinnsskandal, wo eigentlich jeder Mensch den Kopf schütteln muss, wenn er es hört. Ich wurde ja auf Twitter gesperrt, mein Konto, weil das massenhaft von Leuten gemeldet wurde und das waren was für Leute, die dazu aufgerufen haben, so richtig schön mit irgendwelchen Antifa-Profilbildern. Im Profilbild steht drin Marxist oder Kommunist oder dergleichen. Also mehr oder weniger eigentlich die wahren Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die meinen, eine sogenannte Meinungshygiene betreiben zu müssen. Und die haben mich ja schon wirklich monatelang wegen allem möglichen Quatsch gemeldet. Also es ist ja lustig, wenn man da zum Beispiel schreibt, irgendwie, ich kritisiere es die Wahl der Linksextremistin Barbara Borscher zur Verfassungsrichterin. Das wird gemeldet. Wenn ich schreibe, guten Morgen, das wird auch gemeldet. Also im Endeffekt kann man sagen, da geht es wirklich gezielt darum, dass irgendwann mal so eine Meldung Erfolg hat. Jetzt kommt ja eigentlich der Wahnsinn, weswegen wurde ich gesperrt? Wegen der angeblich Veröffentlichung von privaten Daten von Dritten, also von fremden Personen. Und welche Post betraf das? Meine eigene Geschäftsadresse und meine eigene Geschäftskontoverbindung. Also dass Twitter auch das durchgehen lassen hat, dass ich wegen meinen eigenen Daten gesperrt werde, das ist wirklich ein absoluter Skandal, das kann man nicht anders sagen. Nochmal, dass ich das richtig verstehe. Du bist ja ein Mensch, du bist ein Influencer, du Genau. bist sehr erfolgreich, aber du musst ja, deine Arbeit muss ja durch irgendwas honoriert werden. Es ist korrekt. Du Genau. gibst dir sehr viel Mühe, du hast technisches Equipment, du recherchierst, Niki. Das bedeutet natürlich auch, dass du dann sagst, wenn Menschen deine Arbeit für unterstützenswürdig halten, dann bitte unterstützt mich. Das ist korrekt. Genau, und vor allem auch auf freiwilliger Basis. Im Gegensatz zum Rundfunkbeitrag ist es so, ich sage halt Journalismus, wenn er gut ist, dann werden die Menschen schon sehen, das finde ich gut, das unterstütze ich freiwillig. Und ich finde auch, das wäre so ein Beispiel, wie eigentlich jeder Journalist arbeiten könnte, nämlich einfach sagen, okay, ich biete meine Dienstleistung erstmal kostenlos an. Wer aber möchte, der kann mich natürlich unterstützen. Ich finde, das ist eigentlich das fairste Modell, was es gibt. Du hast also dann, um weiter zu rekonstruieren, hast du dann selbstverständlich, wenn Menschen dich unterstützen wollen, müssen sie ja wissen, wohin sie die monetären Zuwendungen schicken können oder überweisen können. Und dann hast du von dir aus freien Stücken, hast du gesagt, selbstverständlich, ich gebe meine Kontodaten gebe ich bekannt oder ich gebe PayPal bekannt, ich Genau, gebe ja. Bitcoin. Und das sind Dinge, das wurde im Grunde genommen moniert, dass du gegen den Datenschutz verletzt hättest.
Genau, also beziehungsweise es kann hier eigentlich aus rechtlicher Sicht nur eine Täuschung vorliegen, beziehungsweise eben ein Irrtum, weil diese Richtlinie von Twitter bezieht sich nämlich ganz klar auf die Veröffentlichung von fremden Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Daten von irgendeinem Peter Müller veröffentlicht hätte, den ich nicht kenne, dann wäre das natürlich rechtswidrig gewesen. Aber ich habe natürlich das Recht, über meine eigenen Daten frei zu verfügen. Und das Ironische ist ja, ich bin sogar verpflichtet, laut Telemediengesetz, meine Geschäftsadresse als Impressum anzugeben. Wie kann ich jetzt deswegen dann wegen Datenschutz von Twitter gelöscht werden? Also meiner Meinung nach ist das hier natürlich ein Vorwand. Da haben Leute das wirklich gemeldet, auch aus betrügerischen Zwecken gemeldet, weil das ist ja interessant, wenn man so eine Twitter-Meldung ausfüllt, dann muss man eingeben, ich bestätige, dass ich im autorisierten Auftrag von dem Betroffenen handle. Also irgendjemand muss angegeben haben, der das gemeldet hat, er würde in meinem Auftrag handeln. Ja? Also ich wurde praktisch da auf kriminelles Zutun hin sogar gesperrt und der eigentliche Skandal ist ja, dass Twitter das auch noch durchgehen lässt. Also Twitter prüft es praktisch oder prüft es auch nicht, auf jeden Fall kommt dann am Ende meine Sperre bei rum. Das sind ja alles Dinge, Niklas, die kannst ja so auf dem ersten Moment, musst du es ja erstmal setzen lassen. Dass du sagst, Moment, wie kann es das geben? Wir haben ja gleichwohl, wir sprachen vorhin von diesem Menschen, der die Fäkalsprache ansetzt. Das heißt also, da ist ja im Grunde genommen absolute Narrenfreiheit gegeben. Narrenfreiheit, die wir auch noch über Zwangsgebühren finanzieren. Ja, man muss sich ja auch mal vergleichen, was das eigentlich bedeutet, wenn da ein Jan Böhmermann wirklich den deutschen Bundesinnenminister, man mag von dem Mann halten, was man will, aber wenn er den wirklich so ehrverletzend auf der Plattform Twitter beleidigt und Twitter reglementiert das nicht, also der Post hat da eine Weile gestanden, bis er dann freiwillig gelöscht wurde aufgrund des Wutsturms, der da ausgebrochen ist, der berechtigt war übrigens. Und da sieht man natürlich auch ganz klar, so jemand wie Böhmermann, der kann das halt machen. Der kann wirklich auf Twitter da seine Fäkalsprache absondern. Der kann praktisch wirklich auch gegen andere Menschen hetzen. Bei so einer Art von Beleidigung, der hat ja auch mal geschrieben, dass man Dieter nur die Fresse polieren müsste. Das ist ja auch von ihm. Sowas bleibt dann da einfach stehen. Das wäre dann Satire. Und auf der anderen Seite wiederum werden dann Menschen wie ich, aber auch viele andere Konservative, das ist ja so ein richtiges Massenphänomen auf Twitter, dass da Menschen mit kritischer Meinung gesperrt werden, die kommen dann einfach weg unter solchen fadenscheinigen Gründen. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich das Lächerlichste, so was alle Sperrungen angeht eigentlich bisher, dass jemand wirklich wegen seinen eigenen Daten von der Plattform gekickt wird. Ja, also das muss man auch mal schaffen. Niki, wir werden es verfolgen. Die Situationskomik ist das hier. Das heißt also, wie heißt es schön, die Begriffe zu vereinfachen, ist die erste Tat der Diktatoren. Also wenn ich mir das anschaue, das habe ich ja nie erfunden, aber es ist wirklich so, die Begriffsvereinfachung war früher so, dass man gesagt hat, okay, wir haben Ansichten, die sind dem linken Spektrum hinzuzurechnen und wir haben Ansichten, die sind dem liberalen rechten Spektrum zuzurechnen. Heute gibt es diese Differenzierung nicht mehr. Das heißt also, wir haben ein sehr wohl nicht nur toleriertes, sondern protegiertes linkes Lager. Wie du richtigerweise sagst, wir haben sogar eine Verfassungspräsidentin, die eine Organisation ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Eine Frau, die das DDR-Regime mit keinster Silbe verurteilt, beziehungsweise was das Thema der Mauerschützen angeht. Und wir haben ein liberal-konservatives Bürgertum, das bei jedem Ansatz des sich Meinungsäußernden diffamiert und stigmatisiert wird. Und das sind Dinge, Niklas, da muss ich dir eindeutig sagen, da bin ich dir dankbar, dass du in dieser Form diesen Kampf aufgenommen hast. Niklas, was hast du rechtlich eingeleitet? Ja, also ich habe das natürlich mir gleich innerlich gesagt, es ist natürlich eine Riesenunverschämtheit, es ist wirklich dreist und sowas kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Gerade dann, wenn man sagt, man tritt für die Meinungsfreiheit ein, dann muss man diese eben auch mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen. Das mache ich auch, ich habe mir wirklich eine Top-Kanzlei beauftragt, Rechtsanwälte Höcker, und die werden sich darum kümmern, beziehungsweise da geht jetzt eine Abmahnung an Twitter raus, wo auch wirklich die sofortige Freischaltung gefordert wird von meinem Account, beziehungsweise eben, es geht ja so, ich könnte den Account Stand jetzt freischalten lassen, wenn ich gestehen würde Twitter gegenüber, dass ich praktisch diese Verletzung gemacht habe, also Gesetze verletzt habe, und dann würde ich da mehr oder weniger auch vorbelastet sein, mein Account, ja. Ich müsste praktisch eine Straftat eingestehen, die ich nicht begangen habe, und da weigere ich mich. Ich werde diese Postings nicht löschen, ich werde nicht sagen, dass ich meine eigenen Daten nicht veröffentlichen darf. Ich bin ja nicht blöd, dass ich praktisch was eingestehe, was ich nicht begangen habe. Also werden eben diese Posts stehen bleiben und mein Account soll trotzdem freigeschaltet werden. Das haben jetzt die Anwälte beantragt, und wenn das bis zu einer
einer gewissen Fristsetzung nicht passiert. Die wird relativ kurz gehalten. Bei Abmahnung muss man ja eine gewisse Mindestfristsetzung einhalten, dass die rechtlich wirksam sind. Dann geht das Ganze natürlich auch vor Gericht. Eigentlich gehen wir auch jetzt schon davon aus, dass es vor Gericht gehen wird, weil Twitter mehr oder weniger schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass häufig Gerichtspost oder nicht Gerichtspost, auch Abmahnungen dergleichen halt wirklich einfach wegkommen ungelesen, ja, dass man es darauf ankommen lässt. Und da hoffe ich natürlich, dass bei so einer Lappalie, also ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich fast schon, mit sowas ein deutsches Gericht beschäftigen zu müssen. Ja, wer klagt denn? Wer hat denn die Daten veröffentlicht? Ja, ich habe meine eigenen Daten veröffentlicht, deswegen wurde ich gesperrt. Also wenn Twitter da nicht einsichtig ist und das wirklich vor Gericht gehen lässt, das müsste wirklich ein sicherer Sieg sein. Niklas, das ist die Situation, wo die Menschen erkennen müssen, was du, was wir tun. Das heißt also, dieser Kampf für Meinungsfreiheit, für unsere demokratische Grundordnung, der kostet viel Kraft und finanzielles Engagement. Und das ist genau der Aspekt, wo man immer wieder sagt, alles andere steht unter Zwang. Aber ob jemand Never Forget Niki unterstützt oder Hallo Meinung, das obliegt der völligen Freiwilligkeit. Und das ist auch das, wo ich immer wieder sage, der Never Forget Niki, Niklas und meine Person vertreten für Hallo Meinung, da würde ich die anderen auch mal dran bitten, keine Berührungsängste zu haben. Niklas, das ist ja der Punkt, den wir von Anfang an haben, da mal, wenn wir sehen, jemand braucht Hilfe und ein Kanal ist unterstützenswert, dann schotten wir uns nicht ab und sagen, oh, da könnte ja für uns, nein, im Gegenteil, diese Synergien und diese Kraft hebt uns beide. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber extrem viel Solidarität auch in den letzten Tagen erfahren, eben von ganz vielen Menschen in Deutschland. Wenn ich dann sehe, mir schreiben Menschen Nachrichten, das bewegt mich wirklich sehr, weil wir vertreten wirklich in diesem Land die bürgerliche Mitte. Auch wenn man das vielleicht uns immer in Abrede stellen möchte. Die Menschen, die mir da schreiben, die mich unterstützen, die schreiben auch ein bisschen was über sich häufig. Das sind wirklich, das sind sowohl Handwerker als auch Zahnärzte, als auch Menschen, die vielleicht irgendwie in der Straßenreinigung arbeiten. Das ist wirklich die ganze Gesellschaft ein richtiger Querschnitt. Und genau diese bürgerliche Mitte, die wird auch gerade immer lauter. Ich merke es an den Resonanzen, die ich im Internet bekomme. Ich merke es auch an den Resonanzen, die Hallo Meinung bekommt. Da ist gerade wirklich was im Umbruch. Und genau das versuchen die ja immer wieder kleinzureden. Genau das versuchen sie uns ja praktisch immer wieder auszureden, dass wir irgendwie eine kleine Minderheit wären, was Quatsch ist, weil im Endeffekt vertreten wir die Position der Bürgerlichkeit. Und dieses wirklich, dieses radikale Linke, das ist die Minderheitsposition in Deutschland. Das ist korrekt. Und wir werden uns an diesem Weg beziehungsweise an dem, was wir uns formen, werden wir uns nicht aufhalten lassen. Niklas, ich sage recht herzlichen Dank, dass du uns Informationen gegeben hast. Ich weiß, dass eine riesen Anzahl auf deinem Kanal und bei uns daran interessiert bin, dass du weiter öffentlich berichten kannst, deine Videos, deine Tweets machen kannst. Und wir stehen an deiner Seite. Niklas, ich sage schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es ist ganz interessant, wie jetzt das auf dem Weg der Instanzen weitergeht. Niklas, vielen Dank. Ich danke dir, Peter. Wie gesagt, ich werde ja öffentlich darüber berichten, wie das Ganze weitergeht. Hoffentlich werden wir, wie gesagt, siegen. Es geht hier wirklich um Grundrechte, es geht um die Meinungsfreiheit, es geht um die Pressefreiheit. Und ich denke, das ist was, damit kann man das Video auch schön schließen. Dafür stehen wir doch eigentlich alle. Ich sag danke. Und du bist ein Beispiel, du solltest ein Beispiel für viele junge Leute sein, die sich auch mal überlegen sollten, ob es Sinn macht, diese Indoktrination ohne nachzudenken hinzunehmen. Niklas, vielen Dank. Danke dir, Peter. Bis zum nächsten Mal.